Hallo Leute, Sekunde. Ich hatte es ja gesagt und jetzt muss ich es halt auch machen, aber es ist halt nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich wollte ja noch ein Video machen zu dem, was immer gerne behauptet wird oder geglaubt wird. Hier Sehsinn bei Hunden und Katzen im Unterschied zu Menschen oder im Vergleich zu Menschen. Also hier das Märchen, die Legende. Hunde wären farbenblind oder Katzen würden im Dunkeln sehen. Alles beide unzutreffend. Hunde sehen Farben genauso wie der Mensch, allerdings andere Farben. Und Katzen können auch nicht im Dunkeln sehen. Also hier mit diesem Tapetum, ich habe es immer, glaube ich, Tapetum Lumium genannt, in Wahrheit Tapetum Lucidum. Also diese, was Menschen nicht haben, was Hunde, Katzen oder andere Dämmerungs- oder nachtaktive Tiere haben, also wenn die Augen dann vermeintlich leuchten im Dunkeln, wenn sie angeleuchtet werden. Oder halt durch generell einfallendes Licht, also hier Mond- und Sternenlicht. Also jetzt ohne künstliches Licht, also sprich, wenn sie nicht direkt angeleuchtet werden, das Dunkeln im Dunkeln manchmal leuchtende Augenpaare zu sehen sind, also haben wir verschiedene Tiere. Das ist aber Quatsch, dass dann Katzen deswegen automatisch im Dunkeln sehen können. Sie sehen im Halbdunkeln besser als wir. Dadurch, dass das Restlicht nochmal verstärkt wird, also doppelt gespiegelt wird. Oder halt auch andere Tiere, also nicht nur Katzen. Also nein, Hunde sind nicht farbenblind. Sie sehen nur andere Farben. Und möglicherweise auch etwas unschärfer als der Mensch. Und Katzen können auch nicht im Dunkeln sehen oder generell Tiere, die angeblich im Dunkeln sehen können, können nicht in Wahrheit im Dunkeln sehen. Im komplett stockdunklen ist sowohl ein Hund als auch eine Katze als auch jedes andere Tier mehr oder weniger oder fast jedes Tier auch genauso wie der Mensch hilflos. Also bis auf Fledermäuse, die sich halt hier durch Infraschall oder irgendwelche anderen zusätzlichen Sinne noch orientieren oder halt bei Hunden und Katzen auch das Gehör oder die Nase. Also sprich, Geruchssinn, das Gehör. Also ist ja bekannt. Also höchstwahrscheinlich, obwohl die Nase viel kleiner ist, haben, nee, umgedreht, doch war korrekt. Also Hunde haben besseren Geruchssinn als der Mensch und auch als Katzen, weil die Nase ja in der Regel größer ist, also die Riechzellen. Und Katzen haben eine etwas kleinere Nase, also riechen etwas schlechter als Hunde, aber natürlich immer noch besser als der Mensch. Aber Katzen haben besseres Gehör. Also das ist eigentlich, worauf sich Hunde und Katzen verlassen. Der Sehsinn ist eingeschränkter. Und hier, ich hatte mal irgendwann, vor Jahren, hatte ich mal wie hier diesen Balken hier oben, hier, Frequenzbereich, also Farbspektrum. Also in der Regel ist ja weißes Licht, also helles Licht, kann ja nochmal gespiegelt werden in vier Hauptfarben, Rot, Gelb, Grün und Blau. Hier also wie, Moment, das habe ich gerade nicht zum Zeigen. Ja, also das ist, hier sieht man ja am Ende Kixen, also hier der menschliche Bereich, hier steht ja Human Vision, das ist ungefähr der Farbbereich, was wir sehen, also hier erkennt man es ja, Rot, Gelb, Grün, Blau und dann so leicht in Richtung Lila gehend. Und Hunde sehen halt mehr, wie es darüber abgebildet ist. Also hier weniger Rot, weniger Lila. Also mehr eingeschränkt. Also wir sehen in der Regel drei Farben. Theoretisch sogar vier Farben. Rot, Gelb, Grün und Blau. Die Hauptfarben. Also eigentlich hier. In der Regel drei Farben und das restliche sind halt einzelne Farbspektren davon. Und Hunde sehen halt, wie es hier oben zu sehen ist, nur zwei Farben und hier unten sieht man es ja auch. Also hier Mensch, hier also auch nochmal unser Farbspektrum, was wir sehen können. Und hier Katze ist es ja fast ähnlich wie bei Hunden. Also ich hatte es falsch erzählt, beziehungsweise falsch geschrieben, als ich jetzt vor knapp einer Woche ein Video gemacht habe über Katzen, wo ich diesen Punkt ausgelassen habe hier. Sehsinn bei Katzen, Sehsinn bei Hunden. Wo ich geklappt habe oder gesagt habe, Katzen sehen Rot und Gelb besser als der Mensch und Hunde sehen Blau und Grün besser als der Mensch. Also vorwiegend, dass Hunde vorwiegend Grün und Blau sehen,
statt den Farben, wie wir sie sehen. Oder Katzen halt mit Schwerpunkt auf Rot und Gelb. Also in Wahrheit ist es eigentlich fast gleich. Sie sind bei Hunden und Katzen, also eingeschränkter natürlich. Hier sieht man es ja an diesen Balken. Also das nehme ich dann auch hier als Thumbnail, als Vorschaubild. Gut. Erstmal hier Hunde. Also Sie sind bei Hunden. Früher nahm man an, dass Hunde nur Graustufen, also nur schwarz und weiß sehen würden. Also angeblich wären sie farbenblind. Ist aber wie gesagt schon längst widerlegt. Also ist ja auch wie gesagt relativ einfach heutzutage. Ein Auge, also sprich dann natürlich von einem toten Tier, ein Auge zu zerlegen, also sprich in mikroskopisch kleine Scheiben zu zerlegen und die unter dem Mikroskop zu untersuchen. Also auch hier der Bereich von Zäpfchen und Stäbchen im Auge. Also der einerseits für Sehen im Hellen oder im Dunkeln wichtig ist und auch, wie gesagt, für die Farben, also welches Farbspektrum ein Auge in der Lage wäre zu sehen oder zu sehen in der Lage wäre. Und da hat man das halt auch herausgefunden. Also den Hund selber oder die Katze kann man ja nicht fragen, also was sie sehen, aber man hat es halt verglichen. Also sprich, man hat sowohl Hundeaugen untersucht, als auch Katzenaugen untersucht, als auch Augen von anderen Tieren untersucht und natürlich auch menschliche Augen untersucht. Also beim menschlichen Auge ist halt der Wissensstand am höchsten. Bei Hunden und Katzen hat man halt lange nur spekuliert, aber man hat dann später sich vergewissert, ob irgendwelche propagierten Theorien gestimmt haben. Aber es hat sich halt, wie gesagt, immer noch nicht durchgesetzt, also der wahre Wissensstand. Also die meisten Leute glauben immer noch irgendwelchen Schwachsinn. Also das ist ungefähr so wie hier mit Spinat hätte viel Eisen. Schon längst widerlegt. Also da wurde irgendwo bei der Berechnung damals der Eisengehalt im Spinat wurde sich vertan. Also wahrscheinlich nur ein Komma an der falschen Stelle. Also dass man den Eisengehalt von Spinat vor 10 oder vor 100-facht hat. In Wahrheit hat Spinat gar nicht so viel Eisen. Hier Schokolade oder Kakao oder generell also alle Produkte aus Kakao. Schokolade ist ja ein Produkt mit Rohstoff Kakao. Da ist zum Beispiel viel mehr Eisen enthalten als in Spinat. Wow. Wir wissen es. Also die Leute glauben jeden Rotz. Es macht sich kaum einer die Mühe, irgendwas zu überprüfen. Also es wird lieber weiter irgendwo Scheiße erzählt. Also sprich, Märchen nachgeplappert, Lügen nachgeplappert. Gut. Also nochmal Zusammenfassung. Früher nahm man an, dass Hunde nur Graustufen, also nur schwarz und weiß sehen könnten. Nach heutigen Erkenntnissen allerdings sehen Hunde Farben, aber sind aber Dichromaten und nehmen Rot nicht gesondert wahr. Also sprich, Rot können sie wahrscheinlich so gut wie gar nicht erkennen. Also Dichromat bedeutet, nur in der Lage ist in der Regel hauptsächlich zwei Farben zu unterscheiden oder zwei Farben zu erkennen. Das Auge des Hundes besitzt zwei verschiedene Lichtrezeptoren, während die Stäbchen für das Sehen von Graustufen zuständig sind, ermöglichen die Zapfen ausreichende Beleuchtung vorausgesetzt, also sprich, restlich muss vorhanden sein, das Sehen von Farben. Also einerseits im Dunkeln und andererseits auch dann immer noch Farben im Dunkeln zu erkennen. Ansonsten schaltet das Auge automatisch in einen eingeschränkten Schwarz-Weiß-Modus um, also wie bei einem Nachtsichtgerät. Hier, wenn Menschen, ich sag mal, mit elektronischen Geräten oder mechanischen Geräten versuchen, ihren eigenen Bereich, was sie sehen können, zu verbessern, also sprich Nachtsichtgeräte, also was uns dann befähigen würde, im Dunkeln was zu erkennen, wo einfach nur das sichtbare Bild umgekehrt wird, also sprich, das Dunkle wird aufgehellt, das eigentlich Hellere wird dann abgedunkelt, also Prinzip Nachtsichtgerät. Ungefähr so wäre es dann auch bei Hunden oder Katzen, also wenn es wirklich zu dunkel ist, dass dann wirklich der Sichtbereich von Farben eingeschränkt ist, der ist ja eigentlich nicht notwendig, Hauptsache man kann überhaupt noch Objekte sehen oder Bewegungen wahrnehmen, also sprich zum Jagen. Wenn Hunde oder Katzen jagen würden oder andere Tiere, also sprich dämmerungsaktiv oder nachtaktiv, da muss man ja nicht unbedingt Farben erkennen. Die sind ja ohnehin schwerer zu erkennen im Dunkeln. Also auch für jemanden,
wo das Auge nicht dazu in der Lage ist, also da einfach zwischen zwei verschiedenen Modi, also zwei verschiedenen Modusen will ich nicht sagen. Also Modi war, glaube ich, noch richtig, also Modus zwischen dem einen und dem anderen Modus hin und her zu wechseln. Ermöglichen die Zapfen. Ja, Moment, ich muss noch mal kurz verlesen. Das Auge des Hundes besitzt zwei verschiedene Lichtrezeptoren. Während die Stäbchen für das Sehen von Graustufen zuständig sind, ermöglichen die Zapfen ausreichende Beleuchtung, vorausgesetzt das Sehen von Farben. Die Sehen sind viel zahlreicher und lichtempfindlicher als die Zapfen. Wie der Mensch sieht er in der Dämmerung nur in Graustufen. Also Farben sind kaum noch zu erkennen. Bei Hunden ist, wie bei anderen Säugetieren, aber nicht bei Menschen, der Augenhintergrund verspiegelt. Also sprich, warum denn auch Hundeaugen leuchten, wenn sie angeleuchtet werden. Hier Tapetum lucidum. Dieses, hier steht es ja auch, dieses Tapetum oder diese Tapetum lucidum genannte Schicht reflektiert einfallendes Licht, sodass es ein weiteres Mal auf die Stäbchen trifft. Hunde können in der Dämmerung viel besser sehen als Menschen, also durch diese Restlichtverstärkung. Aber in der Regel verlassen sich ja Hunde mehr auf ihren Gehörsinn und auf ihren Geruchssinn. Oder bei Katzen umgedreht. Hunde verlassen sich da mehr auf ihren Geruchssinn, also auch im Dunkeln, also generell. Und Katzen verlassen sich mehr auf ihr Gehör. Die Zapfen sind jeweils auf einem bestimmten Spektralbereich, also wie eigentlich Licht gebrochen wird in unterschiedlichen Farben oder generell Farben, ein Farbspektrum, spezialisiert. Bei Menschen sind es drei unterschiedliche Rezeptoren für die Farben Rot, Grün und Blau. Aus deren drei Farbsignalen das Gehirn den Gesamteindruck bildet. Also das ist eigentlich unser bevorzugt, das was wir am bevorzugten erkennen oder sehen, Rot, Grün und Blau. Also wie früher bei Farbfernsehern, wo das auch immer als Logo meistens drei Punkte hier, ein roter Punkt, ein grüner Punkt, ein blauer Punkt, irgendwo am Gehäuse so angegeben war. Also um Leute, die ein Gerät kaufen, was nicht eingeschaltet ist, also wo sie nicht sehen, das ist ein Farbfernseher, was Leuten schon mal zeigt, dass es ein Farbfernseher ist, also sprich die Bildröhre. Der Hund hat nur zwei unterschiedliche Zapfentypen, also im Unterschied zu uns, die für Grün und Blau empfindlich sind. Also sprich, er sieht Grün und Blau besser. Also da habe ich Korrektes gesagt. Bei Farben, wo ich gesagt habe, die sehen Rot und Gelb besser, da war ich nicht ganz richtig. Bei Katzenaugen kommt dann hier, also wenn ich das jetzt durch habe, gehe ich natürlich auch auf das Thema Katzenaugen ein. Da ist es fast mehr oder weniger identisch. Also Grün und Blau wird bevorzugt erkannt. Dadurch wird nur ein Teil des menschlichen Farbspektrums abgedeckt. Rot ist eine Farbe, die der Hund nicht erkennt. Also gar nicht irgendwo wahrnehmen kann. Das Farbsehen der Hunde ist nur etwas in Richtung Ultraviolett verschoben und endet durch den fehlenden Rotrezeptor bei Gelb. Also sprich, hier, wo Gelb nochmal, ein roter Bereich im Gelb nochmal zu erkennen wäre. Also Hunde sehen dann eindeutig nur Grün und Blau gut und Gelb halbwegs gut. Es gibt weitere gravierende Unterschiede, also wie gesagt, nicht nur was gesehen wird, sondern auch der Bereich, also wie weit gesehen wird, also sprich das Gesichtsfeld, also der Radius, was man sieht, nur mit den Augen oder was das Auge überhaupt wahrnehmen kann, der Bereich vorm Gesicht, ohne dass das ganze Gesicht, also der ganze Körper erst in die Richtung sich bewegen muss, also sich drehen muss. Das Hinterauge ist im Bereich 40 Nanometer, dem Blaubereich am empfindlichsten. Das menschliche Auge im Bereich 50 Nanometer, grün und gelb. Die Sehschärfe, also das war jetzt nicht, was ich meinte. Also hier, wie sagt man, der Bereich, was überhaupt gesehen wird, also ohne dass das ganze Gesicht oder der ganze Körper in die Richtung gedreht werden muss. Also warum bestimmte Tiere wie Pferde und so, wo die Augen mehr an der Seite vom Kopf sind, auch zur Seite und nach hinten besser sehen können, ohne dass sie sich komplett umdrehen müssen oder den ganzen Kopf erst in die Richtung drehen müssen. Oder bei Katzen halt bevorzugt nach vorne, also sprich, was für die Jagd hilfreich ist, also bei Hunden wahrscheinlich ähnlich.
Die Sehschärfe ist vermutlich geringer als bei Menschen unter Bewegung optimiert. Stillstehende Dinge werden durch das Gehirn unterdrückt, also kaum wahrgenommen. Also sprich, bleibt man ruhig stehen oder wie es auch Beutetiere von Hunden machen, verhalten sie sich ruhig, kann es passieren, es sei denn durch den Geruch oder durchs Gehör, dass der Hund die übersehen würde, also würde dann an den vorbeirennen. Also weglaufen oder generell abhauen, also abgesehen davon, dass dann der Jagdtrieb bei Hunden aktiviert wird dadurch, ist das Dümmste, was man machen kann. Also immer sich irgendwo ruhig verhalten. Und natürlich auch versuchen, wie gesagt, die Angst an der Kontrolle zu halten. Also sprich, ist ja bekannt, also im Schweiß sind dann bestimmte Pheromone enthalten, gerade bei Angst. Und darauf reagieren halt Hunde oder andere Tiere. Also die können das riechen. Angstschweiß, einen sogenannten Angstschweiß. Der Grund dürfte daran liegen, dass die Beute des Wolfes optisch selektiert werden muss, da sie sich bewegt. Also sprich, wenn Wölfe, von denen der Hund ja ursprünglich abstammt, eine Ansammlung von Tieren gesehen haben, also sprich jagen wollten, sich anschleichen wollten, die wollten ja nicht die ganze Tiergruppe, die sie da entdeckt haben, erlegen, die wollten ja dann ein bestimmtes Tier erlegen. Deswegen ist natürlich der Sichtbereich auf Bewegung optimiert, sprich zerstreut sich dann so eine Ansammlung von Tieren, wenn ein Wolf kommt oder beziehungsweise mehrere Wölfe, die jagen ja im Rudel. Also gemeinsam, die treiben sich ja, kann man sagen, sogar gegenseitig noch die Beutetiere zu. Die potenziellen Beutetiere, also gerade wenn die versuchen zu flüchten, die Beutetiere. Dann tut ja der Wolf ein einzelnes Tier, wie sagt man, dann mit Absicht genauer sich darauf fokussieren. Also der jagt ja nicht, der rennt ja nicht wahllos, pauschal allen möglichen Beutetieren hinterher, wenn sie sich auseinander bewegen, wenn sie sich verstreuen. Sondern der tut sich dann ein bestimmtes Beutetier suchen und die anderen Wölfe reagieren wahrscheinlich ebenfalls auf diesen Wolf, auf dieses Beutetier und treiben es dem anderen Wolf dann nochmal zu oder erlegen es halt gemeinsam. Also sprich, die kreisen das Beutetier regelrecht ein. Und am Anfang kreisen sie halt die Gruppe dann von ihrer Beute regelrecht ein. Also sprich, dass nicht in alle möglichen Richtungen geflüchtet werden kann. Also Kooperation findet da statt. Das ist im Grunde auch Hunde, also abgesehen vom Wild aufscheuchen oder Wild einbringen, auch machen sollen. Also sprich, eine Gruppe mit Hunden, also Jäger, treiben anderen Gruppen von Jägern mit Schusswaffen die Beute zu. Natürlich bleiben dann die Jäger mit den Jagdhunden irgendwo stehen in Sicherheitsabstand, damit sie nicht aus Versehen auch von den anderen Jägern erschossen werden oder tragen irgendwelche Leuchtwesten und so weiter, also hier Warnwesten, damit sie besser erkannt werden. Und die anderen Jäger erlegen, also knallen dann halt die Beutetiere ab, also sprich das Wild, was aufgescheucht worden ist. Also dasselbe, was im Grunde Wölfe machen oder andere Tiere hier, die im Rudel jagen, die nicht einzeln jagen. Der Grund, also habe ich eben schon mal gelesen hier, der Grund dürfte daran liegen, dass die Beute des Wolfes optisch selektiert werden muss, da sie sich bewegt. Die horizontale Ausdehnung des Gesichtsfeldes, also das war, was ich gemeint habe, des Hundes beträgt etwa 240 Grad, so im Vergleich zu ungefähr 180 Grad, also die Hälfte von 360 Grad. Also 360 Grad wäre komplett rundherum, also einmal komplett im Kreis. 180 ist halt ein Halbkreis, also wenn ein Mensch ruhig stehen bleibt, dann guckt nach vorne der Halbkreis, den er vor seinem Gesicht wahrnimmt, ohne den Kopf oder das Gesicht in die Richtung drehen zu müssen. Also zur Seite drehen müssen. Dass er ein Bereich, der vorher außerhalb des Blickfelds war, des Gesichtsfelds, dass der da sichtbar wird. Der Hund kann halt, wie gesagt, 240 Grad abdecken. Von komplett einmal im Kreis, also von 380 Grad. Also einem ganzen Kreis. Also schon um 60 Grad mehr als der Mensch. Das Gesichtsfeld, das Blickfeld von einem Hund. Und dann halt bei einer Jagd wird, wie sagt man, das Gesichtsfeld fokussiert. Also sprich nur noch auf die einzelne Beute, die man jagen will. Also da wird es
Gesichtsfeld eingeschränkt und bei Katzen halt vergleichbar oder halt auch bei anderen Tieren. Der Bereich, in dem der Hund dreidimensional sehen kann, ist mit rund 60% kleiner als derjenige des Menschen, 120 Grad. Ja, das war jetzt nicht so ausführlich, wie ich es wollte. Aber wie gesagt, ich lasse es jetzt erstmal. Also so viel zum Thema, können Hunde Farben sehen? Ja, aber halt eingeschränkter. Also nein, sie sind nicht komplett farbenblind. Und sie sehen sogar besser, also gerade der sichtbare Bereich vor dem Gesicht, ohne dass den Kopf oder das Gesicht in die Richtung drehen müssen oder den ganzen Körper in die Richtung drehen müssen, als der Mensch. Der Mensch ungefähr einen Halbkreis, also 180 Grad und der Hund ungefähr 240 Grad. Gut. Moment, ich gucke kurz, wie weit meine Aufnahme war. Ja, es geht 20 Minuten. Jetzt Sichtbereich Katzen. Moment, habe ich. Ja, ich habe immer das Gefühl, ich habe außerdem die Aufnahme unterbrochen. Hier Sehsinn bei Katzen. Der Sehsinn bei Katzen. Die großen Augen, also von einer Katze, sind frontal ausgerichtet, also sprich nach vorne. Wodurch sowohl räumliches Sehen als auch eingeschränkte oder auch exakte Einschätzungen, also nicht eingeschränkte, exaktes Einschätzen von Entfernung möglich ist. Die Katze nimmt besonders gut rasche Bewegungen wahr, also nicht nur langsame Bewegungen, sondern auch schnelle Bewegungen. Und bei Dunkelheit benötigt sie im Vergleich zu Menschen lediglich ein Sechstel der Lichtmenge, um ein Bild zu empfangen, also sprich, ja, also Katzen sehen schon besser im Dunkeln, aber natürlich nicht im Stockdunkeln. Also es muss immer ein gewisses Restlicht vorhanden sein, also eine gewisse Restlichtmenge, was dann durch dieses Tapetum Lucidum doppelt nochmal vom Auge ausgenutzt wird. Dies wird durch die hohe Dichte an Stäbchen auf der Netzhaut und einer Reflexionsschicht im Augenhintergrund möglich. Das Stäbchen-Zäpfchen-Verhältnis der Netzhautrezeptoren liegt bei ungefähr 63 zu 1 und bei Menschen nur zu 20 zu 1. Variiert jedoch sehr stark zwischen dem Zentrum der Netzhaut 10 zu 1 und der Peripherie 200 zu 1. Ein weiterer Grund, also ist das bekannteste Beispiel, hier gerade Katzenaugen, obwohl es wie gesagt auch andere Tiere gibt, die dazu in der Lage sind, ist das Tapetum lucidum, eine direkt hinter der Netzhaut liegende Zellschicht, die das durch die Photopigmentmoleküle in den Stäbchen und Zapfen nicht absorbierte Licht reflektiert und nochmal auf die Sinneszellen strahlt. Diese Schicht ist auch der Grund, warum Katzenaugen im Dunkeln zu leuchten scheinen, wenn man sie anleuchtet. Oder generell bei allen Tieren, die dieses Tapetum lucidum haben. Also nicht nur Katzenaugen leuchten im Dunkeln. Also gerade wenn sie selber angeleuchtet werden. Warum Tiere auch teilweise gelernt haben, hier bestimmte Wildtiere, dass sie die Augen zumachen, wenn sie merken, irgendwo das Licht nähert sich ihnen. Also nicht nur, weil sie in Anführungsstrichen geblendet werden, sondern die machen das zum Schutz. Also die wissen, die haben das erkannt, dass ihre Augen so verraten würden. Das Leuchten in ihren Augen. Also die schließen mit Absicht dann die Augen. Also dass man sie auch nicht mehr beim, wenn man sie anleuchtet, sehen kann. Es sei denn, wie gesagt, sie unterscheiden sich vom Hintergrund. Also sprich, sie haben sie nicht halbwegs gut getarnt. Also ideal würde sich ein Tier verstecken vor der Entdeckung, indem sie sich einerseits tarnen, also abgesehen von ihrer Fellfarbe, wo sie mit dem Hintergrund verschmelzen, also tarnen und täuschen, sich dann irgendwo auch im Unterholz oder im Dickicht irgendwo verstecken und gleichzeitig aber auch die Augen zumachen. Also gerade, wenn das Tier bereits weiß, die Augen würden das Licht zurückwerfen. Also es gibt mittlerweile auch Tiere, die schließen mit Absicht dann die Augen. Das ist auch nicht mehr erkannt werden, also anhand der Augen, wenn sie angeleuchtet werden. Diese Schicht ist auch der Grund, warum Katzenaugen im Dunkeln zu leuchten scheinen, wenn man sie anleuchtet. Katzen sehen daher auch bei Dämmerung und in der Nacht noch sehr gut, also wo sie eigentlich bevorzugt jagen, aber halt im Unterschied zu Hunden oder anderen Tieren oder Wölfen, hier in der Regel einzeln, also nicht in Gruppen, im Verband.
solange Restlicht vorhanden ist. Also sprich, nein, kannst du sehen, nicht im kompletten Dunkeln ist beinahe jedes Tier hilflos, abgesehen von Fledermäusen oder so, die dann wieder sich auf andere Sinne verlassen, also sprich Infraschall, also Schallwellen, Gehör. Oder sogar Vibrationen nicht nur mit dem Gehör wahrnehmen, also hören, sondern irgendwo auch die Schallwellen erfassen können, wie bei Katzen oder Hunden hier Fibrissen, also hier die Barthaare, die Schnurrhaare, die sogenannten Schnurrhaare, Fibrissen. Also, wo sie teilweise auch einen Abstand einschätzen können, also damit sie nicht irgendwo bei schmalen Öffnungen stecken oder bleiben würden, also dass sie ungefähr einschätzen können, wie breit der Abstand zwischen zwei Objekten ist und wo sie auch irgendwie Vibrationen oder Schallwellen wahrnehmen können mit diesen Fibrissen, mit diesen Barthaaren. Also Schall, der in der Luft übertragen wird. Und durch die Pfoten selber können sie auch Schall bzw. Vibrationen im Boden wahrnehmen. Also der sich im Boden fortsetzt. Also sprich, abgesehen, dass sie ihre bevorzugten Beutetiere, also Nagetiere, gut hören und so weiter, würden die auch das Laufen, also das Trampeln auf dem Boden von den Beutetieren wahrnehmen durch die Pfoten. Also nicht nur durch ihre Augen, durch ihr Gehör, durch ihren Geruchssinn, durch ihre Barthaare, sondern auch Vibrationen im Boden würden sie spüren. Also dass sich das Beutetier bewegt, ihre bevorzugten Beutetiere, also sprich Nagetiere. In einem kommt, hier steht es auch, also der Hauptpunkt, worauf ich hinaus möchte, also nein, Hunde sind nicht farbenblind oder hier Katzen sehen nicht im kompletten Dunkeln, in einem komplett abgedunkelten Raum, dagegen sind auch Katzen blind. Oder sind Katzen auch blind? Also generell eigentlich fast alle Tiere. Da die Katzen ihre Augen nur wenig nach links oder rechts bewegen kann, muss sie, um in eine andere Richtung schauen zu können, ihren Kopf bewegen. Also sprich, da ist das Gesichtsfeld eingeschränkter. Weil die Augen halt so angeordnet sind, dass sie wirklich nach vorne etwas fokussieren. Durch die nach vorne gerichteten Augen übergibt sich eine starke Überschneidung des Sehachsen, also links und rechts, das linke und das rechte Auge. Was ein gutes räumliches Sehvermögen bedeutet. Der Sichtwinkel einer Katze beträgt 200 Grad bis 220 Grad. Also beim Hund war es im Unterschied zu 180 Grad beim Menschen, also Gesichtsfeld, was schon gesehen werden kann, ohne das Gesicht oder die Augen oder den ganzen Körper oder den ganzen Kopf in die Richtung zu drehen. Beim Menschen war es ungefähr eine 180 Grad, also ein Halbkreis, die Hälfte von 360 Grad. Bei Hunden 240 Grad, bei Katzen zwischen 200 und 220 Grad. Also immer noch mehr als der Mensch hat. Obwohl die Augen ja ganz anders angeordnet sind am Kopf oder im Kopf, im Gesicht, bei Katzen. Also mehr nach vorne gerichtet, also sprich Raubtiere halt. Um ihre Beute besser zu fokussieren. Um das Restlicht besser einfangen zu können, öffnen sich, und das ist ja bekannt hier, schlitzförmig oder kreisförmig, um das Licht besser oder das Restlicht besser einfangen zu können, öffnen sich bei abnehmender Helligkeit die vertikal schlitzförmigen Pupillen kreisrund. Also sprich, die Katzenaugen werden dann voller, statt am Tag mehr schlitzförmig, schlitzartig, wodurch gleichzeitig die Sehschärfe abnimmt. Also sprich, haben sie ihre Augen mehr, Moment, ich zeig's mal hier an dem Beispielbild, aber ihr wisst ja, was ich meine, also ist ja bekannt, ist ja alles nicht neu. Hier haben sie ihre Augen mehr schlitzartig, schlitzförmig hier, sehen sie schärfer, erweitern sich die Augen, also werden die Augen voller, werden sie runter hier, das Schwarze hier, die eigentliche Pupille, wird die Sehschärfe schwächer, aber dafür halt der Bereich, was gesehen werden kann, besser. Aber halt nicht so scharf mehr. Also, dass er mehr oder weniger ein einzelnes Objekt von der Umgebung besser unterscheiden können. Und wie gesagt, es ist auch weniger unangenehm für die Tiere. Also warum in der Regel, auch wenn sie entspannt sind hier am Tag, die Augen mehr zu schlitzen, verengt sind die Pupillen. Und in der Nacht werden sie halt voller. Also sprich,
ich weiß nicht, ob Katzen das als wie Blenden empfinden, also wie ein Mensch auch blenden, wenn er geblendet wird, dass die Augen automatisch zugehen, oder man versucht sich wegzudrehen, wenn man angeleuchtet wird, also wenn man geblendet wird. Oder wie gesagt, also ich gehe davon aus, sie machen das, weil es für sie angenehmer ist am Tag, also abgesehen von der Sehschärfe, dass am Tag in der Regel die Pupillen hier schlitzförmig sind, also dass weniger Licht einfällt, ist ja auch nicht nötig am Tag. Also hier, dass sie das Restlicht ausnutzen müssen, also wo in der Nacht dann die Augen hier, die Pupillen hier breiter werden. Dieser Bereich hier. Also die eigentliche Pupille hier. Hier schlitzförmig oder fast schlitzförmig und ansonsten halt voll, also schwarz, wie eine menschliche Pupille. Wenn der sich schlitzförmig Wegen der sich schlitzförmig verengten Pupillen ist die Sehschärfe der Katzen bei Helligkeit für waagerechte und senkrechte Strukturen und Bewegungen unterschiedlich. Senkrechte Linien, also von oben nach unten, sehen sie schärfer als waagerechte, also von links nach rechts oder von rechts nach links. Und können daher horizontale Bewegungen besser wahrnehmen als vertikale. Was mit ein Grund für die typische schräge Kopfhaltung von Katzen ist, oder auch von anderen Tieren hier, wenn sie irgendwie den Kopf so leicht schräg halten, sobald sie bestimmte Dinge fixieren. Also die machen das nicht, ich sag mal, um das Gehör irgendwo besser in die Richtung zu bewegen oder irgendwas, oder weil sie sich wundern, weil sie über irgendwas überrascht, erstaunt sind, sondern das hilft ihnen dabei, etwas besser unter die Lupe zu nehmen, etwas besser zu fokussieren, also dass der Kopf leicht schräg gehalten wird. Abgesehen davon, dass Katzen unter gleichen Bedingungen waagerechte Linien unschärfer sehen als der Mensch, ist auch ihr Vermögen, Farbdifferenzen wahrzunehmen, weniger gut ausgebildet. Der Grund dafür ist der Umstand, dass der Anteil farbempfindlicher Zapfen in der Netzhaut der Katzen viel geringer ist als beim Menschen. Und das Auge der Katze außerdem, wie das des Hundes ebenfalls, nur über zwei verschiedene Zapfentypen, also Dichromat, also warum sie Dichromaten auch genannt werden, verfügt, die für grün und blau. Also ich dachte mal hier, rot und gelb, aber in weit auch grün und blau, was bevorzugt gesehen wird. Nicht aber rot, finde ich Sinn, also rot wahrscheinlich gar nicht. Ja, steht es ja auch. Rot ist also eine Farbe, die weder Hunde noch Katzen sehen können. Hier siehe auch Sehsinn des Hundes, also habe ich ja eben vorgelesen. Und vermutlich als ein Gelbton wahrgenommen wird. Also statt Rot sehen sie es eher gelb. Etwas, was komplett einfarbig rot ist. Dafür können Katzen ihre Umgebung in Blau- und Grünschattierung verschiedenster Intensität und Kombination wahrnehmen. Wobei die bevorzugte Farbe von Katzen, die für die ihre Augen auch am empfindlichsten sind, blau ist. Beim Hund war es höchstwahrscheinlich grün und blau und gelb. Also der hat keine Farbe, die er am idealsten erkennt, die er am besten sieht. Und Katzen halt höchstwahrscheinlich blau. Ja, also was das Auge am besten erkennen kann, am besten auseinanderhalten kann. Dies wurde bei über 200 Versuchen des Institutes für Zoologie am Johannes Gutenberg Universität Mainz festgestellt. Also man hat sowohl wahrscheinlich Katzenaugen untersucht, also sprich bereits von verstorbenen Tieren, also ich hoffe, die haben sie nicht extra nur deswegen getötet. Und man hat natürlich auch Tests gemacht mit verschiedenen Objekten in unterschiedlichen Farben hier, worauf die Katzen reagiert haben. Und unter verschiedenen Beleuchtungsverhältnissen hatten die Katzen die Wahl zwischen Gelb und Blau, um an ihr Futter zu kommen. 95% von allen Katzen hier, mit denen das getestet worden ist, entschieden sich für die Farbe Blau. Also bevorzugt. Bei der Geburt haben alle Katzen eine hellblaue Iris, also fast ähnlich wie bei Menschen, dass fast alle Säuglinge blaue Augen haben. Die adulte Augenfarbe, also die später bleibende Augenfarbe, dagegen entwickelt sich erst im Laufe der nachfolgenden 3 Monate. Gut. Ich
könnte jetzt nochmal auf die einzelnen Augen von Wirbeltieren und so weiter eingehen, aber ich lasse es jetzt. Also ich habe ja wie gesagt noch zwei andere Videos vor. So viel erstmal, weil ich das bereits versprochen habe. Hier Thema, wie gesagt, hier Sehsinn bei Hunden. Hier Sehsinn bei Katzen. So viel zum Thema Hunde und Katze hier. Hier ist nochmal Zusammenfassung. Also mehr oder weniger sehen Hunde und Katzen gleich. Im Unterschied zu Menschen. Und nicht, wie ich geglaubt habe, Katzen mehr rot und gelb. Also rot können weder Hunde noch Katzen erkennen. Sondern alle beide bevorzugt grün und blau und gelb. In Abstufung teilweise ebenfalls natürlich. Also nicht nur die Farben allein, auch ein bisschen Mischung dazwischen. Aber bei Katzen wahrscheinlich bevorzugt blau. Bei Hunden wahrscheinlich unerheblich. Also da gibt es keine bestimmte Farbe, eine einzelne Farbe, die ein Hund bevorzugt erkennen kann. Und nein, Hunde sind nicht farbenblind, also sehen nicht nur alles in Graustufen, also schwarz und weiß. Allerdings im Dunkeln natürlich bevorzugt, weil dann sind die Farben unerheblich. Und Katzen ebenfalls. Und Katzen sehen halt, wie gesagt, genau wie alle anderen Tiere. Fast alle anderen Tiere, also abgesehen von Fledermäusen oder so, die sich dann wieder anders im Dunkeln orientieren, also sprich durch Schall. Katzen sehen auch im komplett Dunkeln nichts. Wissen sie auch nicht, warum sie ja Zusatzsinne haben, also sprich ihr Geruchssinn, ihr Gehör, genau wie Hunde und Katzen, Hunde. Oder halt sogar hier ebenfalls auch wie Hunde oder andere Tiere hier diese Fibrissen, also hier, wo sie schallende Luft empfangen können, also über diese Tasthaare, über diese Barthaare oder auch im Körper. Teilweise sind einzelne Tasthaare oder halt über die Pfoten, also sprich Vibration im Boden. Also selbst wenn sie es nicht hören, nehmen sie schon die Vibration wahr. War also Schall, der sich im Boden überträgt. Oder halt Luftschall, also Schall, der sich in der Luft überträgt. Gut. Naja, ich möchte es eigentlich zu kompliziert machen, also dass ich noch zu weit erweitere das Thema, es reicht ja auch. Dann bis zum nächsten Video. Das nächste Video wird über ein Herz und eine Seele. Also hier Egel Alfred, die Fernsehserie. Ciao.